Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Aufreit-Q&A. Wie ihr seht, bin ich schon wieder verkabelt und habe mein Mikro angeschnallt. Und ich sitze auf dem Beethoven. Da hinten ist die Mama mit dem Johnny. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der hat gerade der Foxy gewiehert. Er ist ja ach so alleine. Ist ja nicht so, als wäre noch ein anderes Pferd bei ihm. Aber sein Papa und seine Mama sind weg. Nämlich Beethoven und Johnny, da muss man hinterher wiehern. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich habt. Und ihr habt mir fleißig Fragen gestellt. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr es gerne tun. Da heiße ich Sandras Westernhorst. Ich blende den dann mal hier ein. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht viel drum herum, sondern wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Frage Nummer 1 war auch direkt passend zum Ausreit-Q&A. Die Frage, ob meine Pferde schon immer verlässlich waren. Ich denke mal, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Gelände. So, ich muss mal gucken, dass das Mikro nicht verdeckt ist. Jein. Also der Johnny, den haben wir gekauft, also meine Mama gekauft, als er 1,5 war. Mit dem war sie ganz viel spazieren und dann früher auch schon als 3-Jähriger alleine ausreiten. Der war eigentlich schon immer eine Bank, sage ich jetzt mal. Im Frühjahr hat er ab und zu mal beim Angaloppieren so ein paar Freudenbuckler gemacht, aber nichts Schlimmes. Der Beethoven, den haben wir ja jetzt seit 14 Jahren. Und er ist jetzt 21, also haben wir ihn mit 7 bekommen und ich war ja erst 11. Und er war so ein kleines Rasepony, sage ich jetzt mal. Mit der Vorbesitzerin ist er wohl reihenweise im Gelände durchgegangen. Mit mir als kleinem 11-jährigen Mädel ist er nie, noch nie, niemals durchgegangen. Auch in der ganzen Zeit, jetzt, wo wir ihn haben, ist er mit mir noch nie abgeschossen. Es sei denn, ich wollte das. Und er war eigentlich schon immer, immer super brav. Wie ihr seht, ich habe jetzt auch nur ein Halfter und zwei Stricke drauf. Da ohne Mundstück ist es für ihn manchmal ein bisschen besser mit der Atmung. Und der lässt sich so super kontrollieren. Also ist das alles kein Thema. Der Foxy war auch, den habe ich ja mit 3 bekommen. Der kannte halt auch kein Ausreiten. Dreijährig war super brav im Gelände. Dann war eine Zeit lang relativ lang nicht ausreiten, weil ich den in einem Stall mit hatte, wo man nicht so viel ausreiten, so gut ausreiten gehen konnte. Und dann war es halt schon, ja, wir mussten schon lernen. Ich bin ja einmal auch leider im Gelände beim Fotos machen gestürzt von ihm. Das war nicht so cool und je nachdem, wie das Wetter ist, ist er manchmal schon ein bisschen knackig und erschreckt sich mal, dann geht die Kiste mal in die Luft, aber mittlerweile haben wir das ganz gut im Griff. Ich habe meine Nerven dann auch ganz gut im Griff, weil wenn man einmal so blöd gefallen ist, hat man dann halt schon manchmal ein bisschen Muffensausen, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber mittlerweile ist er eigentlich super brav. Das ist übrigens die einzige Gefahr beim Beethoven, dass er anhält und frisst. Wer? Und man nicht weiter reiten kann. Ja, aber mittlerweile ist er super brav im Gelände, der Foxy. Und es ist halt eine Trainingssache. Wenn man lange mit ihm nicht draußen war, merkt man ihm das halt schon an. Aber ich kann auch über Wiesen mit dem galoppieren. Da ist er noch nie durchgegangen oder sonstiges. Ja. Also ich denke mal, er ist ja jetzt 10. Im Alter wird man ja vielleicht ein bisschen ruhiger. Er jetzt nicht. Ja. Aber vielleicht der Foxy. Und ja, das bringt mich nämlich auch zur nächsten Frage, wie oft ich ausreiten gehe. Also ich möchte eigentlich schon, dass meine Pferde mindestens 2-mal die Woche rauskommen. Entweder geritten oder spazieren, dass sie halt einfach ein bisschen Abwechslung zum Reitplatz haben. Und ja, deswegen eigentlich mindestens 2-mal die Woche, wenn wir natürlich kein Turnier haben, auch häufiger. Oder wenn es gerade super läuft auf dem Platz, dann auch häufiger. Denn das ist halt, wie ihr seht, hier geht es auch gut berghoch. Es ist auch ein super Popo-Muskeltraining und allgemein für den ganzen Organismus ist es ja super, wenn die unterschiedliche Böden gehen. Hier sind wir gerade auf Asphalt, dann haben wir Waldwege, dann haben wir ein paar kleine Wiesenwege oder halt Wiesen, wo wir am Rand lang reiten dürfen. Und ja, deswegen bin ich ein großer Fan vom Ausreiten. Für mich geht es allerdings beim Ausreiten nicht so wirklich viel um Training, sondern einfach mentale Entspannung, dass die Pferde was anderes sehen, dass die sich auch einfach mal, dass, wenn der Reiter drauf ist, nicht nur Arbeit ist, sondern auch chillen. Und ja, das waren jetzt schon mal die ersten zwei Fragen. So, dann passend zu meinen Erzählungen, dass ich den Foxy ja als Jungpferd bekommen habe, wurde ich gefragt, wie Geländetraining mit Jungpferden aussieht oder was ich dazu erzählen kann. Ich finde ganz wichtig, dass junge Pferde ins Gelände kommen, damit sie sich einfach lernen auszubalancieren und ihre vier Füße beisammen zu halten. Ich würde am Anfang auf jeden Fall immer mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere sichere
also geländesichere Pferde mitnehmen, die wirklich entspannt sind, die dem Pferd Sicherheit geben können und dann auch noch einen geländeerprobten Reiter. Natürlich auf diesem sicheren Pferd, denn auch Geländereiten will gelernt sein. Und wenn man da einfach mehr Routine drin hat, kann man dem Pferd einfach mehr Sicherheit geben, denn Sicherheit sollte beim Ausreiten immer an erster Stelle stehen. Deswegen, ich reite auch häufig ohne Helm auf dem Reitplatz und auch Turnieren, aber im Gelände habe ich immer einen Pop auf dem Kopf, wie Bernd Hacke sagen würde. Denn im Gelände kann so viel passieren, das Pferd kann sich erschrecken, das Pferd kann stolpern, passiert natürlich auch auf dem Platz oder in der Halle, kann da natürlich auch passieren. Aber ich finde halt, im Gelände hat man einfach noch so viele mehr Umweltfaktoren, Straßenverkehr, härtere Böden und so weiter und so fort. Also Ausreiten bei mir immer nur mit Helm. Und ja, was kann ich noch sagen für ein junges Pferd? Einfach machen. Ausreiten, ausreiten, ausreiten. Wenn man merkt, dass die Pferde sicher sind, kann man dann halt auch Trab und Galopp dazu nehmen, wenn die Böden dementsprechend gut sind. Man kann natürlich auch am Anfang schon mit einem jungen Pferd, wenn man ein sicheres Führpferd hat, als Handpferd ausreiten gehen, wenn man das kann. Das muss auch gelernt sein. Und ja, einfach ausprobieren, nicht zu viel riskieren, sich versuchen, realistisch selbst einzuschätzen und das Pferd. Und dann kann das ganz viel Spaß machen. Die nächste Frage war, welches Pferd ist ein Pferd, dem ich 100% vertraue? Und auf dem sitze ich gerade drauf, das ist der Beethoven, dem vertraue ich zu 1000%. Ich meine, ich kenne ihn jetzt über die Hälfte meines Lebens. Er hat mich als 11-jähriges Mädel sicher durch die Wälder und über die Wiesen getragen und tut es auch immer noch. Der ist einfach so ein tolles Pferd, der passt so auf seinen Menschen auf. Der würde nie etwas Böses machen, der hat noch nie gebuckelt unter mir in den ganzen 15 Jahren. Auch wenn er mal richtig Gas geben will und er merkt, okay, der Reiter auf ihm ist unsicher und möchte nicht, dann ist er zwar ein bisschen grantelig und denkt, ja, ich will galoppieren, aber er bleibt dann im Trab oder im Schritt. Und er ist einfach wirklich ein 1000%iges Verlasspferd. Dann eine Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, auch auf Instagram. Was macht Alice? Alice ist noch da. Wenn ihr das... Okay, kurze Apple-Pause. In dem ersten Teil meines Follow Me Around zum Akuturnier Nürnberg könnt ihr Alice auch sehen. Da habe ich euch Lisas Showmanship mit ihr zusammen mit reingeschnitten. Ja, die Lisa muss momentan ziemlich viel arbeiten, aber sie kommt auch mit auf die Rheinlandmeisterschaft. Da fahren wir dann zusammen hin, da kommen Foxy und Alice hin. Das ist übrigens das nächste Turnier, was ich auch reiten werde, die Rheinlandmeisterschaft. Und ja, also soweit. Alles gut bei ihr. Nächste Frage war, was füttere ich meinen Pferden? Meine Pferde sind ja alle eher Kandidaten, die sehr gutes Futter verwerten. Deswegen bekommen die gar nicht so viel. Also die stehen ja jetzt die ganze Nacht auf der Wiese. Die sind jetzt abends, gehen die zwischen 5 und 7 auf die Wiese, sage ich jetzt mal. Da es jetzt zum Glück bei uns endlich mal wieder ein bisschen geregnet hat, ist auch ein bisschen Gras nachgewachsen. Aber die Wiese sieht eigentlich aus so wie die hier. Wobei unsere sieht nicht mehr ganz so grün aus. Und das reicht ihnen eigentlich schon. Dann kriegen sie tagsüber Stroh, damit sie ein bisschen was zu knabbern haben, aber nicht zu viel Energie kriegen, denn sonst werden sie ein bisschen dick. Müssen wir gerade auf den Johnny warten. Der Beethoven ist ein bisschen zu schnell. Und dann kriegen sie Mineralfutter natürlich. Der Foxy bekommt Hafer, wenn er arbeiten muss. Also momentan kriegt er immer so eine Schaufel, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm das sind, Hafer. Dann haben wir noch so ein haferfreies Müsli für Beethoven und Johnny. Die kriegen ab und zu aber auch mal ein bisschen Hafer, wenn sie was irgendwie besonders viel gearbeitet haben. Oder einfach mal so zwischendurch, damit sie ein bisschen Abwechslung haben. Und das war's eigentlich schon. Weil ich bin der Meinung, wenn man jetzt ein Pferd hat, was nicht so krass mega viel leistet, wie jetzt so ein Hochklasse-Dressur- oder Springpferd oder vielleicht auch ein Trainingpferd, das jeden Tag, weiß ich nicht, 40 Minuten am Stück galoppieren muss. Jetzt mal übertrieben gesprochen. Wenn man dann gutes Raufutter hat oder eine gute Wiese, dann braucht man eigentlich gar nicht so viel. Also unsere Pferde auf jeden Fall nicht. Die sehen alle super gut aus. Da ist keiner zu dünn. Meine Pferde sind halt auch alle eher haben ein bisschen mehr auf dem Rippen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, solange das immer noch im Rahmen bleibt, dass es nicht auf die Gesundheit schlägt. Da müssen wir halt echt aufpassen, da Beethoven und Johnny halt eher Ponys sind. Beethoven ist ein Pony und Johnny ein Pony-Pferd-Gemisch. Dass die keine Rehe kriegen oder sowas.
Ja, deswegen war es das. Ab und zu kriegen sie ein paar Möhrchen und Äpfelchen, hier und da mal ein Leckerchen, aber das auch in Maßen und nicht in Massen. Und ja, das ist eigentlich schon das, was die Pferde zu fressen kriegen bei uns. Wie jetzt eben schon erwähnt, wird mein nächstes Turnier die Rheinlandmeisterschaft sein und danach nur noch gibt es für mich nur noch ein einziges Turnier dieses Jahr und das wird die German Open sein. Ja, wir fahren auf die German Open. Ich habe mich mit Foxy qualifiziert für die Horsemanship, den Trail und die Pleasure. Und ja, da geht es dann Ende September hin. Da werde ich euch wieder auch ganz fleißig mit der Kamera mitnehmen. Und vielleicht gibt es dann, was die German Open angeht, auch noch eine Überraschung. Aber das ist alles noch in der Schwebe. Mal gucken. Ja, das zu meiner Turnierplanung. Ja, ich war ja bis jetzt auf 2,5 Turnieren. Akuturnieren mit Foxy und auf einem C-Turnier mit Beethoven. Und dann halt jetzt noch die Landesmeisterschaft und die German Open. Und dann reicht das auch. Ich hatte erst noch überlegt, auf die Appaloosa EM zu fahren. Aber die liegt so zeitlich genau zwischen der Landesmeisterschaft und eine Bremse und der German Open. Und das ist mir dann so ein bisschen zu dicht. Dann soll der Foxy ein bisschen Pause haben, doch dazwischen. Und ja, das soweit zur Turnierplanung. Als nächstes gab es dann noch eine private Frage, wurde nämlich die Frage gestellt, ob ich einen Freund habe. Und nein, zurzeit nicht. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Wenn was Passendes kommt, kommt. Wenn erstmal nicht, dann nicht. Aber ich bin ja jetzt auch noch nicht so alt, dass ich Torschlusspanik kriegen will oder so. Ich habe ja meine drei Jungs, ne, Beethoven? Nein, aber wie gesagt, zurzeit habe ich keinen Freund. Nein. Bezüglich Turniere hat mich noch eine Frage erreicht, nämlich ob ich nervös bin auf Turnieren vor den Prüfungen oder mittlerweile nicht mehr. Also ich kann ja sagen, ich bin 2007 mein erstes Turnier geritten und da war ich höllisch nervös, total aufgeregt und am Zittern und mir war schlecht und so weiter. Das wird mit der Zeit besser, also wurde bei mir mit der Zeit besser. Dann eine Zeit lang war ich gar nicht nervös. Dann auf so Turnieren wie zum Beispiel in der German Open war ich schon wirklich doch angespannt. Und wenn ich eine Prüfung reite, wo ich weiß, okay, wenn wir jetzt, das soll jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, das soll nicht arrogant klingen, aber wenn ich jetzt eine Prüfung reite, wo ich weiß, okay, die liegt uns, wenn wir jetzt nicht völligen Bock Mist bauen, können wir ganz gut mitreiten und auch gut in die Platzierung kommen, dann bin ich schon etwas aufgeregt. Der Beethoven sieht gerade irgendwas. Gruselig. Ah, weiter. Dann bin ich schon etwas aufgeregt, weil ich es halt einfach nicht verbocken will. Gar nicht wegen meinem Pferd, aber ja, dann bin ich, aber es ist dann eher so mehr positive Aufregung, würde ich es jetzt mal nennen. Und was ganz schlimm ist, ist, wenn man in der Siegerehrung steht, zum Beispiel in der Pleasure, und dann die Platzierungen aufgerufen werden und man dann nur noch da steht und denkt, okay, entweder bin ich gar nicht platziert oder ich habe die Klasse gewonnen. Und das ist dann ganz, ganz schlimm, die Aufregung. Dann fange ich immer zu zittern. Huch! Beethoven hat sich erschreckt. Fange ich jetzt zu zittern, weil dann kann man ja nichts mehr ändern. Ne? Dann ist es ja schon gelaufen. Entweder war gut oder eben nicht. Wir mussten da leider gerade mal galoppieren. Was heißt leider? Wir wollten da gerade mal galoppieren. Der Beethoven hatte richtig Spaß und noch der Johnny ist auch richtig abgezwitschert. Aber kontrolliert. Ja, warte, ist da eine Bremse? Wurde da, weg. Gut, eine Frage steht noch aus. Und zwar die Frage, ob es ein großes Ziel gibt, was ich mit Foxy noch habe. Allgemein finde ich Ziele immer wichtig, aber ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt immer ein Ziel habe, worauf ich jetzt hinarbeite. Ich bin einfach immer noch total überwältigt, dass der kleine Foxy, der mit 3 Jahren zu uns kam, den ich selber ausgebildet habe, wir uns einfach jetzt schon so oft für die German Open qualifiziert haben, so viele tolle Erlebnisse zusammen hatten, tolle Platzierungen, schöne Ausritte,
Jetzt so als sportliches Ziel, na klar, wer träumt da als Turnierreiter nicht davon, mal auf der German Open eine Medaille zu gewinnen. Zumal wir letztes Jahr ja echt in der Horsemanship ganz, ganz dicht dran waren. Wir waren ja im Vorlauf Zweite und im Finale Fünfte. Also war es schon, man konnte schon davon träumen. das wäre natürlich mega, aber auf der German Open sind halt so krass gute Reiter und Pferde. Da muss halt alles stimmen, Tagesform und sowieso. Aber ja, das wäre schon ein kleiner Traum von mir, eine Medaille auf der German Open. Andererseits habe ich einen großen Traum, dass wir weiterhin so gut harmonieren, dass es weiterhin so gut läuft, dass wir so ein gutes Team sind, dass der Brav im Gelände ist, dass wir einfach viel Zeit miteinander verbringen können, dass er gesund bleibt. Wir hatten ja im Herbst so eine kleine doofe, lange Durststrecke. Vorsichtig, Betung, hier sind Steine. Kleine Durststrecke, was Gesundheit anging. Der war ja, musste ja 12 Wochen Schritt gehen, weil er sich ja wehgetan hatte auf der Wiese. Genau, das ist halt ein großes Ziel, dass er ganz, ganz lange, ganz gesund bei uns bleibt. Genau wie mit den anderen Jungs. Der Johnny ist nun mal auch schon fast 20, der Beethoven ist 21. Das ist eigentlich so mein größter Wunsch, wenn es um die Pferde geht, dass die lange gesund bleiben. Gerade beim Beethoven mit seiner Lunge. Das ist halt immer wieder so ein Auf und Ab. Deswegen fand ich es umso toller, dass er gerade eben so losgezischt ist und so einen Spaß am Galoppieren hatte. Das heißt, dass es ihm ganz gut geht von der Lunge heute. Ja, was ich sonst noch mal mit Foxy machen wollen würde, wäre mal schwimmen gehen. Das fände ich mal richtig cool. Ob man das vielleicht mal realisieren kann, natürlich ist Standardwunsch, mal am Meer zu reiten. Aber so als Ziel, jetzt nochmal sportlich gesehen, wäre halt auch nochmal die Disziplin Western Riding in Angriff zu nehmen, dass wir die Galoppwechsel wirklich mal gut hinkriegen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Mein Arm, wir reiten jetzt durchs Gebüsch. Mein Arm ist auch schon schwer. Und mein Pony frisst mal wieder Beethoven. Ja, das ist ein kleiner Sack. Manchmal ist ein kleiner Sack, ne? Ja. So viel zum Thema mehr Realität auf YouTube. Auf jeden Fall beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte ein paar Fragen beantworten. Ich genieße jetzt noch den Rest von unserem Ausritt und ich verlinke euch jetzt mal hier eins meiner letzten Videos. Ja. Das ist ein Teil vom Follow Me Around zum Akkuturnier in Nümbrecht, glaube ich. Und hier oben, da könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.